Herzlich willkommen zu Let's Die bei 7 Days to Die. Jetzt etwas leise, ne? Machen wir es mal ein bisschen lauter. Wir starten. Ich habe halt 7 Tage Zeit, eine Behausung zu bauen oder mir eine Behausung zu suchen. Und natürlich muss ich überleben. Was ziemlich schwer ist, denn hier sind ganz viele Zombies. Ich hoffe, hier ist keiner. Das wäre natürlich für zum Anfang echt blöde. Das Haus sieht gut aus. Vielleicht haben wir Glück. Und hier ist keiner. Hier ist nichts zum Durchsuchen. Ich kann aber das Gemälde aufnehmen. Was wird das denn? Wie geht der denn die Treppen runter? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Nein. Okay. Durchsuchen wir mal. Oh, nehmen wir die leere Dose mal mit. Nehmen wir die leere Dose mit? Ja, warum denn nicht? Durchsuchen wir mal den Kühlschrank. Was? Okay. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ein Herd mal durchsuchen. Kohlebrocken. Die nehmen wir doch gerne mit. Lassen wir mal die Dosen da. In der Mülltonne ist nichts. Oh, lecker. Medizinschrank mal durchsuchen. Oh, eine Schiene. Die sind wichtig. Die sind richtig wichtig. Okay, im Klo ist nichts. Jetzt haben wir hier, glaube ich, das Haus auch soweit durchsucht. Ofen. Oh, Schränke. Nichts. Ups. Nichts. Vom Haus ist auch nichts los. Gehen wir wieder nach oben und gucken da uns mal. Was hier so ist. Eine Tür. Oh, ein Feuer. Das ist auch schon mal was Nices. Zum Benutzen E drücken. Nee. Gehen wir mal aus dieser Tür hier raus. Und gucken mal. Was war das? Ach, eine Lampe. Eigentlich wunderschön. Sehen wir hier irgendwo ein? Nein. Okay. Ja, das Ziel des Spiels ist, 7 Tage zu überleben. Und um 22 Uhr, glaube ich, kommt dann eine Riesenwelle Zombies. Und wollen uns dann hart penetrieren. Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Entweder war das das. Da hinten ist irgendwas. Ist das ein Schwein? Das muss ein Schwein sein. Wir brauchen Holz und kleine Steine. Und immer die Umgebung im Auge behalten. Denn es könnte passieren, dass ein Zombie uns angreift. Generell ist das eigentlich ein sehr nices Spiel. Oh, hier kann man crouchen, okay. Wie craftet man nochmal? Character Crafting, okay. Eine Steinaxt fertigen. Machen wir das mal. Und haben direkt eine Errungenschaft freigeschaltet. Und jetzt sollen wir Pflanzenfasern weiter sammeln, um uns Kleidung zu machen.
Okay. Mal umgucken. Hier ist nichts. Okay. Inventar. Und jetzt sollen wir uns Kleidung machen. Ein Pflanzenfaserhose. Ein Hemd bestimmt auch. Eine Kapuze. Schuhe. Und Handschuhe. Und die rüsten wir. Wir haben übrigens einen alten Mann, der ziemlich nice aussieht. Wo kommt die Hose rein? Hose, Hose, hier. Hose, da. Dann haben wir hier eine Brust. Oder ein Hemd, eher gesagt. Hier kommt Hut. Hier kommt Schuhe. Und hier kommt Handschuhe. So. Tragekleidung aus Pflanzenfasern, abgeschlossen. Gesammelt Holz. Achso, wir sollen jetzt Holz sammeln. Und uns einen Holzknüppel machen. Einen Holzknüppel. Holzknüppel. Hier, ein Holzknüppel machen wir uns mal. Damit wir auch gegen die Zombies kämpfen können. Gesammeltes Holz, Pflanzenfasern, Federn. Oh, Federn. Nimm mal ein bisschen Holz mit jetzt. Der gibt echt viel Holz. Oh, So, das reicht erstmal. Jetzt müssen wir uns noch einen kleinen Stein suchen. Jetzt rüsten mal den Knüppel aus. Hier haben wir noch einen Stein. Und Federn müssen wir sammeln. Federn sind in Nestern, soweit ich weiß. Na immer. Aber diese Nester, die sind echt schwer zu finden. Besonders. Oh, das ist aber eine schöne Grafik. Ist das ein Nest? Ach, ihr verarscht mich doch, oder? Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Es ist also nicht blind. Ich bin auch ziemlich weit gekommen. Auch bis zum siebten Tag. Habe diese Nacht auch überlebt. Und jetzt gucken wir einfach mal. Oh, ein Pistolenlauf. Das ist nice. Ein Auto mal durchsuchen. Das dauert ein bisschen länger anscheinend. Und wir finden gar nichts. Das Spiel wird echt suspekt. In der Nacht sowieso. Und am Tag ist es etwas friedlicher. Man kann viel sehen. Man kann sich gut verstecken. Man läuft nicht gleich sofort in die Arme eines Zombies. Und ja. Wir sind immer noch auf der Suche nach Federn. Wir sollen uns Federn suchen. Ja. Wie gesagt, ne? So ein Nest zu finden. Ich hatte beim ersten Mal dieses Spiels Glück gehabt, dass auch gleich überall Nester waren. Und ich mir dann auch gleich alles craften konnte. Aber hier scheint echt. Ich höre Vögel, aber ich sehe kein Nest da. Da ist ein Zombie. Da ist noch ein Zombie. Haben die uns gesehen? Er spackt übrigens da hinten richtig ab. Dann gehen wir woanders längs. Dann lass uns nicht am Wasser längs gehen. Weil anscheinend mögen Zombies Wasser. Denn der eine wollte anscheinend baden gehen. Und dann wollen wir ihn natürlich nicht stören, ne? Wenn sie sich waschen wollen. Bitte. Hier ist ein Müllhaufen. Sind wir sicher? Oh, doch, hier. Müll. Nägel. Nehmen wir mal mit. Problem ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, was hinter diesem Hügel ist.
Oh, verdammt, ey. Ich hoffe, die kommen nicht durch das Wasser. Oh, verdammt. Das ist natürlich nicht sehr nice. Wäre ja auch jetzt blöd, wenn wir jetzt sterben würden, oder? Ich meine, wenn wir so ein Level 1 Knüppel hier. Kommt er mir hinterher? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns mal den Charakter an. Wohlbefinden, Nahrung, Wasser ist alles noch im grünen Bereich. Wir haben nicht so viel Essen, wir haben auch nicht so viel Trinken. Das ist auch natürlich eine Sache, die wir finden müssen. Was auch ziemlich schwer ist, denn meistens ist das Essen in großen Städten sehr häufig. Aber da reinzugehen jetzt mit einem Knüppel, das wollen wir natürlich nicht. Wäre natürlich auch blöde. Dann sind wir nämlich gleich tot. Dann gehen wir mal in die andere Richtung und schauen mal, was da ist. Gibt natürlich auch den Creative Mode, den nenne ich den. Weil. Oh. Dankeschön. Weil man da auch sich jeden Gegenstand geben lassen kann. Macht echt Spaß, wenn man mal so eine Spaßrunde machen möchte. Einfach mal sich die Welt mal angucken möchte und nicht gleich sofort stirbt. Sondern einfach mal durch die Welt laufen, Zombies Headshots verpassen mit einem Snipergewehr. Aber wir versuchen natürlich jetzt zu überleben. Ach, das ist nur ein Hase. Ja, hier ist man echt. Hier sollte man echt aufpassen. Wie gesagt, Early Access gerade bis Steam Sale. Also, ich glaube, 9,19 € kostet das jetzt. Ich habe weniger dafür bezahlt. Und ich finde es nicht schlecht. Also, ich wollte immer schon mal ein Zombie-Apokalypse-Spiel spielen, wo man auch Survival machen kann. Oh, nee, das darf man ja gar nicht mehr sagen, oder? Da ist eine Brücke. Ey. Das ist nochmal so ein Müllhaufen. Den suchen wir auch mal. Ist leider nichts da drinne. Ach ja, und ich wünsche frohe Weihnachten, wenn ihr diesen Part hier seht. Ist gerade Weihnachten. Oder Heiligabend. Ich weiß es nicht. Also, ich halte von sowas ja überhaupt nichts. Alles nur Geldmacherei für Leute, die Sachen verkaufen. Man soll keinen Feiertag haben, um Leuten was schenken zu können. Man sollte so Leuten mal eine Freude machen und nicht auf Tage achten wie der Geburtstag oder Weihnachten, Nikolaus, Ostern, glaube ich auch, schenkt man sich auch heutzutage was. Ach, wirklich? Wollen wir es wagen? Ist nur einer, ne? Könnte natürlich auch außen rum gehen durchs Wasser, aber da habe ich eben auch einen gesehen. Aber vielleicht sehen wir unseren ersten Let's Die. Haut er ab? Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Oh, alter Schwede, schrei mich doch nicht so von der Seite an. Es ist nur. Ja, das machen sie öfters. Also man sollte am besten weglaufen. Die können durchs Wasser gehen. Das ist Shit. Wir laufen jetzt mal hier entlang. Immer noch auf der Suche nach einem Nest. Gespürt. Also wir sind gespürt.
Wir sollten versteckt sein. Das ist natürlich blöd, dass wir jetzt. Was? Ich habe einen Zombie gehört. Da. Oh, verdammt, wo sind wir denn hier gespawnt? Keine Nester. Ich sehe schon kommen, wir sterben instant. Nach 10, nee, 20 Minuten glaube ich jetzt schon. Wir sollten auf der anderen Seite mal gehen. Vielleicht ist es da. Können wir ja schwimmen? Ich weiß gar nicht, ich bin noch nie durchs Wasser gegangen. Du bist nass. Im Moment ist es okay, dass. Ach komm schon. Wirklich? Unser erster Zombie-Kampf. Okay. Du bist gelähmt. Eigentlich sollte man am Anfang vor Zombies weglaufen. Aber der hier hat uns keine Wahl gelassen. Kill Count 1! Der hatte eine Glasscheibe dabei. Warum auch immer eine Glasscheibe dabei hatte. Wenigstens hat er uns nicht so verletzt. Warum? Okay, es ist im Early Access. Warum springt denn das so schwul? Oh Mann. Nein, ich habe nichts gegen Schwule. Aber das war echt unnötig, wie die Hirsche hier animiert haben, dass sie so komische springen. Ja, auf jeden Fall habe ich da hinten Zombies gesehen. Man sieht ihn da. Genau da. Da ist der. Es wäre natürlich heftiger. Von Tag zu Tag. Oh, ein Vogelnest. Sind wir sicher? Vogelnest. Oh, haben wir ein Glück mit 18 Federn. Mit 18 Federn. 18 Federn. Wir können natürlich jetzt Pflanzenfasern sammeln, müssen wir. Okay. Okay, haben wir. Jetzt schnell einen Holzbogen craften. Und Pfeile, zwei Stück. Okay, das dauert ein bisschen. Haben wir. Knüppel ausrüsten. So, jetzt haben wir Holzrahmen fertigen. Drei Stück. Da ist ein Kriechender. Die sind. Kann man das am besten beschreiben? Die sind gefährlich, ja. Aber man kann denen schnell entkommen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche. Ich habe ja auch schon lange dieses Spiel jetzt schon gespielt, hab's zwar noch nicht so lange, aber ich wollte einfach mal, ich konnte nicht aushalten und hab dann einfach mal ein bisschen rumgespielt, so an dem Spiel. Und es gibt Schreier. Diese Schreier, die sind am gefährlichsten. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir. Warum? Warum springst du im Wasser rum? Einen Schreier begegnen? Ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Sonst sind wir natürlich sehr im Arsch, weil diese Schreier andere anlocken. Ich glaube, wenn man sie tötet, dann locken sie andere an. Ja, mein Plan ist jetzt wieder zurück zur Behausung zu gehen, also zu diesem Haus, was da in der Mitte war. Wir sind im Moment. Wirklich? Wir sind im Moment schlecht equipped. Und
wollen natürlich jetzt auch nicht den großen Rambo hier spielen, sondern einfach überleben. Ja, diese Zombies, die können spawnen, wo sie wollen. Man sieht das schon. Dieser kann sich sogar einen. Das ist Reinhold Messner. Das ist Reinhold Messner. Wow. Der kann einfach so den Berg hochgehen. Ja, wir wollen hier jetzt nicht am Anfang gleich sterben. Wir haben uns schon mit einem Zombie angelegt. Und ja, was haben wir denn hier? Ein komischer Stein. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein. Okay. Seht ihr? Wir waren vorhin da. Jetzt ist da ein Zombie. Oder waren wir hier? Natürlich waren wir hier. Oder waren wir hier nicht? Müssen wir doch gewesen sein. Das Haus ist doch irgendwo da. Oder sind wir ziemlich weit gelaufen? Dann können die nämlich spawnen, wo wir schon waren. Ich habe mich gerade erschrocken. Das ist wunderschön, wenn man so ein Spiel spielt. Ja, meine Fähigkeit Athletik ist jetzt auf Level 3. Wir haben keine Waffe. Also wir haben. Da ist auch einer. Wir haben nur einen Knüppel. Er hat uns entdeckt. Er hat uns entdeckt. Okay. Abhauen oder draufhauen? Wir hauen drauf. Mehr als sterben können wir nicht. Wir haben noch nicht wichtige Sachen. Stirb! Habt ihr auf den Kopf gehauen? Er ist schon lange tot gewesen. Okay. Mussten wir jetzt machen. Es tut mir leid. Oh, verdammt. Ich sag ja, es wird immer schlimmer. Hier ist ein Bruder anscheinend. Ach Gottchen, ey, hör doch auf, so rum zu schreien. Waffen gehen übrigens auch kaputt, je öfter man sie benutzt. Wir haben ihn einfach mal kaputt gekloppt. Er hat aber nichts dabei gehabt. Natürlich ist unser Problem ja auch nicht nur die Zombies, sondern auch Waffen. Okay, wir sind wieder am Haus. Das ist wunderschön, denn es wird gleich Nacht. Und wir sollten uns in der Nacht auch ziemlich ruhig verhalten. Also keine lauten Sachen machen. Da ist ein Zombie. Auf der Straße. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Da ist ein Reh. Lässt er sich vom Reh und den Hirsch ablenken. Und wir können unbehelligt nach oben gehen. Und sollten uns ruhig verhalten. Ziemlich ruhig verhalten. Sollten die Tür ist zu, okay. Er kann Madame hier auch nicht rein. Hier ist auch Tür zu. Hier sollten wir die Tür auch schließen.
Schlafen gehen können wir nicht. Aber craften sollten wir. Wir sollten was craften. Ein Holzrahmen sollten wir. Wir sind versteckt. Und was essen sollten wir mal? Was trinken? Auch eine gute Idee gewesen. So, jetzt sind wir natürlich hier erstmal sozusagen gefangen. Wir sollen aufgewertete Holzrahmen machen. Wenn man das jetzt in komplett Dunkeln spielen würde, so aufwerten tun wir mit der rechten Maustaste. So, baue eine Basis. Ich verstehe nicht, wie aus drei Sachen eine Basis gemacht wird. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Hier ist irgendwo ein Zombie. Und dieser Zombie, der will uns an die Wäsche. Der Zombie möchte uns unbedingt ordentlich verspeisen. Wie man hört. Hört ihr das? Seht ihr das? Sehen tut ihr nichts. Aber ich höre es. Es ist 19:57 Uhr, gleich 20 Uhr. Und wir sind eingekesselt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringt. Wir haben nichts zu essen, wir haben nichts mehr zu trinken. Wir müssen raus, weil wir Pflanzenfasern sammeln müssen. Und uns dabei still verhalten. Da ist auch einer. Da hinten ist auch einer. Wenn wir erwischt werden, haben wir. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das sage ich euch. Eine Bonbondose. Jetzt sollten wir uns langsam wieder rein begeben. Und wir werden sowieso einfach mal gleich drauf gehen. Weil wir Hunger haben. Also noch nicht extrem viel Hunger. Aber wir werden Hunger haben. Sekunden. Natürlich ist es dunkel hier drinnen nachher. Aber das ist wieder was ganz anderes. Oh. Schlafsack gemacht. Okay. Den Schlafsack, den platzieren wir da. Also hier am Feuer am besten. Und werden hoffentlich nicht gesehen dabei. Wir haben Magnum-Griff schon gefunden. Das ist ziemlich nice. Sollen wir hier. Sollen wir nicht den hier platzieren? Wir platzieren den Schlafsack hier. Ja, ich weiß nicht, warum ich die Erfolge nochmal kriege. Kleiner Stein. Jetzt im Dunkeln sowieso blöde. Ich glaube, hier spawnen wir, wenn wir sterben. Was ziemlich nice wäre. Wir craften uns jetzt nochmal eine Aufbewahrungsbox oder Truhe. Kostet 10 Holz, aber wir können unsere Sachen da reinpacken.
falls wir sterben sollten. Packen wir das rein, was wir schon mal gefunden haben. Weil wir verlieren nämlich dann alles. Wenn man stirbt. Ja, Pfeile sind nicht so wichtig. Holz ist wichtig. Schießpulver. Öl nehmen wir auch mal da rein. Snowberries, weiß nicht. Glasscherbe. Magnumteil. Da haben wir schon mal zwei Magnumteile. Das ist wunderschön. Nägel packen wir auch mal rein. Ein kurzes Eisenrohr packen wir auch mal mit rein. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Folge geht jetzt auch schon vor. Ziemlich lange. Was eigentlich berauschend oder bewundernswert ist, ist, dass die Zeit hier im Spiel, also fast eine Stunde haben wir jetzt schon. Also glaube ich 34 Minuten, 34, 35 oder 44, 44 Minuten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zugucken. Muss ich mal antworten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich. Bis dahin. Tschüss.